Hallo Leute, hier seht ihr Bilder unseres alten Meerwasser-Aquariums und wie man unschwer erkennen kann, ist das brechend voll geworden. Unser anfänglicher Plan, bei der Größe zu bleiben, hat nicht funktioniert und dann bekamen wir auch noch ein, was waren's, 1,50 Meter Becken geschenkt. Da konnten wir nicht Nee sagen. Also haben wir noch ein paar Abschiedsvideos des alten Beckens gedreht. Und dann natürlich auch den Auf- und Umbau dokumentiert. Und das Ganze wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hier seht ihr den ganzen Umbau. Das fertige Becken, wie es jetzt nach mittlerweile 6 Monaten Standzeit aussieht, kriegt ihr noch in einem separaten Video zu Gesicht. Denn einige von euch fragten nach der Technik, welche ich in dem Becken grundsätzlich so verwende. Und deswegen kommt das in einem anderen Video. Und sobald dieses online steht, werdet ihr in dieser Videobeschreibung die Verlinkung finden. Ich denke, das wird innerhalb der nächsten 1-2 Wochen passieren, dass ich das ganze Becken nochmal vorstelle. Diese Krustenanemonen hier sind mittlerweile auch auf die 5- bis 6-fache Größe angewachsen. Und hier das Ganze nochmal komplett. Ja, das ist das Becken, der Unterschrank noch nicht weiter überarbeitet. Erstmal wurde ein Technikschacht eingeklebt für den Abschäumer und Lebendgestein, was da reinkommt. Hinter dem Aquarium eine Platte. Hier haben wir die Steckdosen angezeichnet, die da rein sollen. Und angefangen, das Ganze auszusägen, die Steckdosen einzupassen. Ein unscharfes Bild der Steckdosen, wie sie angehalten wurden. Und hier sind sie drin, inklusive des Thermostates, welcher das Ganze steuert. Sicherungsautomaten sind insgesamt 3 zum Einsatz gekommen und hier beginnen wir jetzt die Kabel vom Sicherungskasten durch die Decke zum neuen Standort zu ziehen. Hier haben wir den Schrank fertig beklebt und auch schon mal ein wenig das Lebendgestein angehalten und den Riffaufbau probiert. Hier sind jetzt 5 cm Wasser im Becken und es kommen 25 Kilogramm Bodengrund von Tropic Marine zum Einsatz. Schön bei dem Zeug ist, dass man den echt nicht vorwaschen muss. Die Trübung, die ihr dann im fertig eingerichteten Becken sehen werdet, die kommen von dem Bodengrund, den ich aus dem alten Becken mitgebracht hatte. Das sind nochmal ungefähr 10 Kilo gewesen, die da auch mit rübergekommen sind. Also so ist dieser Bodengrund hier echt sauber und man, ja, werdet sehen, ich bin hier ab und zu dann auch mit dem Kescher zugange. Ein bisschen Kleinkram, den man dann beiseite schieben muss und rausholen, ist da dabei. Aber die Trübung ist eben nicht allzu schlimm. Hier ist übrigens erst eine von den Sitscheleuchten drüber, die zweite haben wir einfach aus Handlingsgründen noch weggelassen. Und wir basteln das Lebendgestein herein. Wir wollten im hinteren Bereich einen hohen Riffaufbau haben, in der Mitte eine Senke und im vorderen Bereich, wenn man das so will, auch wieder einen höheren Bereich. Es sollte quasi so eine kleine Riffschlucht werden. Das Ganze, ja, ich weiß es nicht, wir werden es wahrscheinlich nochmal umbauen. Die nächste Vergrößerung ist auch schon geplant auf 2 Meter bis 2,20 Meter oder 2,50 Meter dann in der Länge. Wann das kommt, wissen wir noch nicht genau. Ich vermute mal, im Laufe des Jahres 2016 wird das dann in Angriff genommen. Einfach weil die Korallen immer weiter und immer größer wachsen. Ihr seht hier auch gleich ein Bild von einer meiner Fidschi-Finger-Lederkorallen. Das Ding ist unterarmdick und wahnsinnig groß. Also ich habe sie im Laufe dieses Jahres schon 3-mal zerschnitten. Einmal habe ich sie auch tatsächlich dann für längs halbiert, weil sie einen Durchmesser von jenseits der 30 cm hatte und das einfach zu viel war. Ihr seht auch, dass wir hier keinen Riffmörtel verwenden. Die Steine werden nicht miteinander verklebt.
weil ich mir einfach da eine gewisse Flexibilität erhalten möchte. Und es ist auch scheiße, wenn man dann so einen riesengroßen Griffaufbau am Block rausheben muss. Deswegen haben wir darauf geachtet, dass die ordentlich verkeilen miteinander und wir das Ganze wunderbar stabil haben und auf der anderen Seite aber eben auch flexibel agieren können. Hier sind wir uns noch nicht ganz schlüssig, welche Steine dann in den vorderen Bereich kommen sollen. Wir wollten halt einige Überhänge und Höhlen gestalten und den Aufbau so luftig wie möglich machen, damit er halt entsprechend gut durchströmt werden kann, weil wir in dem Becken nur mit einer Strömungspumpe arbeiten wollten. Und hier seht ihr 75 Liter frisch angemischtes Salzwasser, welches wir hier zum Auffüllen verwenden. Da der Technikschacht eine relativ dünne Scheibe ist, achten wir hier darauf, dass der Wasserstand im Technikschacht bestenfalls ein Stück höher ist als im Hauptbecken selbst. Einfach weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass die Scheibe eventuell knackt, die Bar. In der Mangelung anderen Glases halt ein bisschen dünn gewählt, aber an sich ist es auch kein großes Problem. Wir haben von dem anderen Becken waren 200 Liter waren im System und davon haben wir ungefähr 160 Liter wiederverwendet und den Rest haben wir komplett mit frischem Salzwasser aufgefüllt. Das war die große Fingerlederkoralle, die ich hier gleich nochmal als Foto einblenden werde. Und als Randinfo sei noch dazu gegeben, wir haben die Korallen gleich reingesetzt, von wegen das Salzwasser muss erstmal 2-3 Tage laufen, bevor man Korallen reinsetzen kann. Das war früher so, wo die Salze noch deutlich aggressiver gewesen sind. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr der Fall. Wir haben hier das Tropic Marine Bioaktiv verwendet und hier seht ihr die große Fingerlederkoralle. Hier setzen wir gerade die Fische und Garnelen ein und wie ihr jetzt gleich auch sehen könnt, sind die sofort eingesetzten Korallen voll expandiert und stehen gut da, also zur Aggressivität des Salzes, ne, ist nicht viel zu wollen. Ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Einblick gegeben, wie relativ einfach so ein Umzug eines Meerwasseraquariums laufen kann. Wir haben hier effektiv vielleicht 4 oder 5 Stunden gebraucht. Was dem geschuldet ist auch, dass wir uns noch nicht hundertprozentig einen Plan gemacht hatten, wie der Riffaufbau stehen soll. Wenn man sich das alles genauer überlegt vorher, sollte es durchaus schneller realisierbar sein. Also in dem Falle, es ist unproblematisch, wenn man gut genug vorausdenkt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und nimmt euch ein bisschen die Furcht davon, mit einem Meerwasseraquarium umzuziehen oder ein bestehendes Becken in ein größeres einzubinden oder sich allgemein zu vergrößern in der Meerwasseraquaristik. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder reinschaut, ein Like da lasst oder ein Abo. Bis dahin, ciao.